Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben denn für heute einmal einen kleinen Beitrag. Das wird einige doch nicht unbedingt verstören, aber da wir ein Sprachfunk sind, machen wir dies. Natürlich. Und dafür einmal Ton ab, was soll denn das? Das geht doch. Na also, ohne Ruppeln diesmal hier mal, ja? So. Die können mehrere Sprachen, ja? Ja, ich bin ein Sprachspezialist. Mon amour, mon amour. Hulivu, kuvea, wegma. Schmudivu, kuvea. Ah, ah, ja, Sie können... Messi, Cherie. Ja, ja, ich bin ein Sprachspezialist. Ja, ja, das bin ich. Da sage ich in Türkisch mal Evet, Evet. Ja, zu jedem Seehitler aus der Türkei sage ich, jeden Seehitler sag ich auch mal ein Evet, 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 Evet. Ja, natürlich. Sind Sie ein Seehitler? Natürlich Evet. Das ist gut für die deutsche Sprache, auch ein bisschen Türkisch zu verstehen. Nun lese ich Ihnen etwas hier in einem Mix von Sprache vor. Natürlich, ich bin gemixt. Das ist Howard Carpendale vorlesen, in amerikanischer. Celtic erklärte zuletzt, es gehe nicht um das Türkische, you know, sondern it must go Lebensrealität der Kinder, you know, the kids, huh? What Sinn ergibt es, siebenjährigen Kids to be, make some English on their way to wollen, ja? Wenn sie, you know that language or mother tongue is only good for Fernsehen and Television, hier kennen sie das hier, ja? Und then I, here it goes that way here. He forderte, das potenzielle, die Gesellschaft, the society, nicht brachliegen zu lassen. Not, the society must not be on the ground, you know? Completely on the ground. Evet, ist hier los, Evet? Use Hitler. Auch deutsche Kinder müssen profitieren davon. Herkunftssprache, yes, her native tongue, he must know what is his native tongue, für die Mitschüler, must be to learn, Evet, the Hitler, here, Celtic, you be my the Hitler, I like you, come to Berlin, Mr. Celtic, I integrate you, jetzt haben Sie, Sie sind noch, das können Sie nur Englisch. Wulivu, ich kann auch ein bisschen, Messi, ja. Sie sagen immer, Sie können so viele Sprachen, ja. Da sage ich Ihnen das in Polnisch. Du wirst jetzt aber, Horch, sag ich dir, Horch, mach dich vom Acker, Horch, sag ich. Gehst du, beeilst du dich jetzt hier, aber Horch. Und der Typ da aus dem Rheinland, der kann sich da mal, aber Horch, sage ich da auch nochmal, ja, er muss sich beeilen. Haben Sie es hier, verzeichnen Sie das? Ja, wir haben es gelernt, Sie kennen sich auch ein bisschen in Sprachen aus. Das ist ja bei Ihnen so, aber es ist mangelhaft. Es sind nur Stückwerke, Sie stückeln nur irgendwas, es ist nie etwas wirklich Vollkommenes. Das ist ja das Problem bei Ihnen, ja. Deshalb muss ich Ihnen das auch runterzensieren und so. Nee, das ist nicht mit mir so. Ich kann das auch in Berlinern. Da mache ich das mal jetzt hier und dann lese ich das mal da jetzt alles nochmal. Aber da fangen Sie jetzt richtig an. Celtic erklärte zuletzt, es geht nicht um das Türkische, sondern um eine Lebensrealität von den Kindern. Welchen Sinn es hier mal ergibt, dass Sie die siebenjährigen Kinder hier auch noch Englisch beizubringen hier. So ein Unsinn. Wenn eine Sprache aus dem Fernsehen kennen Sie auch nur da ist Englisch und so, ja? Er forderte, hier die Gesellschaft nicht sprachliegen zu lassen. Ja, weil er selber nur Englisch hat Fernsehen kriegt. Das weiß doch der Berliner. Der Knallkopf hier. Außerdem Englisch hat Fernsehen. Wo sieht er denn das?
Da können die sich alle, die hier, die können sich hier diese Decoder-Karten da, wo die nackten Mädels mit drin sind, das können die sich leisten mit diese Decoder-Karten. Da, die nackten und das alles auch noch. Und der Celtic hat so eine Karte. Dann auch er guckt immer dieses Fernsehen, das weiß ich. Ja, ja. Auch deutsche Kinder profitieren davon. Na, wie geht denn das nun wieder? Ah, die Herkunftssprachen ihrer Mitschüler zu lernen. Ach ja? Du, se Hitler, du. Komm hierher hier. Evet? Na also, dann haben wir das jetzt hier. Es ist der Sprachkurs auf Rheinländisch. Natürlich. Was küttet küt? Hm? Das ist doch mal so. Ja? Aber bis jetzt ist noch immer Jute Jange da, ja? Na also, Berliner Ecke. Ihr Sprachfunk. Hallo, hallo, ihr Sprachfunk. Das war einmal ein Abklatsch für den heutigen Tag. Machen Sie sich keine Sorgen. Bleiben Sie uns wohl auf. Seien Sie uns wohl gegrüßt. Hallo, hallo, ihr Sprachfunk.